Überhaupt nichts zu vergleichen mit einem Raum wie diesen. Da sind wir auch wirklich sehr glücklich, dass auch Architekten sich dann nochmal Gedanken darüber gemacht haben, wie kann man einen Raum gestalten, damit sich eben auch die Künstler, die Mitarbeiter des Hauses wohlfühlen. Wir sind gerade auch durch die Künstlergarderoben durchgegangen. Auch da wurde Wert darauf gelegt, dass wir einfach eben neue Möbel uns zugelegt haben, ja, damit man eben es nochmal neu gestalten kann, damit man eben reinkommt und an seinem Arbeitsplatz sich wohlfühlt. Und das Orchester, es war wirklich sehr schön und schon fast sagen, es waren Glücksmomente, die wir hier erlebt haben, als zum ersten Mal das Orchester hier war und die erste Probe hier stattgefunden hat. Und eben das zu erleben, dafür hat sich wirklich diese 5 Jahre, haben sich da wirklich gelohnt, da zu warten. Und wir werden diesen Raum ja dann auch später nutzen für kleine Konzerte, für Kammerkonzerte eventuell. Deswegen sind wir umso glücklicher, dass der Raum auch so ist, dass man sich eben sowohl als Künstler, als Mitarbeiter, wie eben aber auch als Publikum hier einfach wohlfühlen kann. Als das Orchester im Graben war das erste Mal und unser neuer Chefdirigent Anthony Grammel und alle weiteren Dirigenten, die hier im Hause arbeiten, im Zuschauerraum gewesen sind, weil, wie Sie wissen, hat das Thema Akustik ja inzwischen einen ganz besonders hohen Stellenwert und keiner wusste so genau, wie klingt es denn jetzt? Und dadurch, und da kann Uli Jochum, glaube ich, genaueres dazu sagen, dass dort Akustikpaneele unten im Orchesterraum auf die Rückseite gesetzt wurden. Und da brauche ich jetzt doch nochmal Uli. Wie viel Zentimeter ist das runtergesetzt worden? Die Kubatur, der Fußboden des Orchesterraums, ist um, jetzt wissen wir beide es nicht, es ist so viel Raum, dass erstmal die Herrschaften, die quasi unter der Bühne stehen, dass sie sehr viel besser stehen und sich damit auch musizieren können, aber auch, dass der Klang aus dem Zuschauer, aus dem Orchesterrahmen, wie jeder weiß, wenn man mehr Platz hat, gibt es einen besseren und intensiveren Klang. Dieser Klang ist in dem Orchesterraum wunderbar, im Orchestergraben, aber, und das ist natürlich für alle wichtig, so wie die Dirigenten, die dann natürlich viel berufener sind als ich, die sagen, das ist eine sehr große Verbesserung in der Akustik im Gärtnerplatztheater durch diese Neuerungen gibt und geben wird. Ich kann da gerne auch noch was zu sagen. Also wie weit das jetzt hier abgesenkt worden ist, das weiß ich in der Tat nicht. Aber der Raum ist quasi eine Raum-in-Raum-Lösung, eine akustische. Das heißt, das ist ein Stahl-Skelettbau, der mit einer Außendämmung versehen ist, sodass eben der Schall nicht nach außen tritt. Und dann ist hier reingehangen mit Entkopplungsdämpfern, ähnlich wie man das auch in Hamburg gemacht hat.